Achtung. Oh mein Gott. Ja, ich spiele gerade ein bisschen mit der Kamera rum. Bin gerade an deiner Zeichnung dran und mal gucken, was da gleich draus wird. Und ja. So, das Ding ist fertig. Ich habe das noch ein bisschen angefeuchtet. Da kann man ja auch die ganzen Kugeln sehen und so, die ich alle reingeschnitzt habe. Also ihr könnt ja mal gucken, für was das nach euch aussieht. Ich hoffe, man erkennt, dass es ein Wesen oder ein Mensch mit einem Umhang ist. Und ja, die Rückseite habe ich jetzt einfach mal so gelassen, nichts dran gemacht. Die Struktur ist halt sehr interessant und hat auch irgendwie was. Ich lasse das einfach jetzt so. Ich habe mit dem Werkzeug gearbeitet. Mit dem Werkzeug. Und da seht ihr ganz schön, wie die Kuhlen entstanden sind. Oben war das eine ganz schöne Fummelei, die Augen hinzubekommen. Aber ansonsten hat echt Spaß gemacht. Ja, frag mich nicht, wie das Loch zustande gekommen ist. Und vielleicht mache ich demnächst mal was Ähnliches. Ja, so viel erstmal dazu. Bisschen erkältet. Nochmal hier von der Seite kurz. Diesen Spalt habe ich auch nicht gemacht, der war auch schon vorher so. Ja, das ist einfach hier unten nochmal die Unterteilung, dass man sehen kann, dass da sowas wie Ärmel hängen sollen. Und dass da einfach ein Spalt zwischen dem Mantel und ja, dem Kleid oder dem Anzug, was auch immer ist. Ein paar Zacken hier. Könnte ja sein, dass irgendwie ein laues Lüftchen weht und der Mantel dementsprechend sich legt. So. Das war's.